Sehr geehrte Damen, meine Herren, wir freuen uns sehr, dass wir als Repräsentantin einer Hochschule, die sich unter anderem mit den darstellenden Künsten beschäftigt, hier auftreten dürfen. Ich bedanke mich dafür sehr herzlich im Namen der Akteurinnen und der Akteure, die Sie jetzt gleich sehen werden, aber auch im Namen von Hartmut Wickert, dem Leiter des Departments Darstellende Künste und Film an der Zürcher Hochschule der Künste. Gestatten Sie mir, dass ich die szenischen Darstellungen, die uns jetzt erwarten, mit einigen wenigen Überlegungen einleite. Gestatten Sie mir auch, dass ich das auf Deutsch tue, in der Sprache, in der wir Theater praktizieren. Theater und die Darstellung von Gewalt gehören untrennbar zusammen. Warum ist das so? Seit Aristoteles, dem ersten Theoretiker des Dramas, geht es im Theater um Mitleid und Furcht, um Schmerz und eben um Gewalt. Und es geht dabei immer auch um Katharsis, also jene seelische Reinigung durch affektive Erschütterung, die Aristoteles ja ebenfalls von vornherein im Sinn hatte. Inwieweit das heute noch gilt und funktioniert, lasse ich jetzt erstmal dahingestellt. Die Studierenden des Theatergangs Theater an unserer Hochschule der Künste lernen, Menschen zu spielen. Oft sind ihnen diese Charaktere fremd. In einem sehr komplizierten und komplexen Akt der Kenntnisnahme müssen sie sich diese Charaktere aneignen und kenntlich machen. Das ist ungeheuer schwierig, das Gelingen ist selten, die Arbeit ist groß und sie hört nie auf. Shakespeare ist ein Pol unserer Ausbildung, auch auf Deutsch. Shakespeare hat wie kein anderer Autor des Theaters uns vorweggenommen. Wir nähern uns dieser Vorwegnahme immer wieder an, unermüdlich jede Generation aufs Neue und mit immer neuer Leidenschaft. Auffällig an den Texten von Shakespeare ist, wie unablässig sie das Verhältnis der Menschen zu und untereinander als ein Gewaltverhältnis beschreiben, im politischen, im gesellschaftlichen und im zwischenmenschlichen. Der Theatertheoretiker Jan Kott hat das sehr pointiert am Beispiel des Titus Andronicus zusammengefasst. Er sagt, hätte Titus Andronicus einen sechsten Akt, dann würde Shakespeare an den Zuschauern der ersten Reihen sich vergreifen und sie unter grausamen Qualen sterben lassen. Denn auf der Bühne bleibt außer Lucius kein Held am Leben. Noch bevor der Vorhang zum ersten Akt sich erhebt, sind bereits 21 Söhne von Titus gefallen. Und so geht es weiter, bis zum Schluss, pausenlos, bis zu dem großen Massaker in der letzten Szene. Ich erspare Ihnen die Einzelheiten. Wir werden im Übrigen mit einer Szene aus dem Titus konfrontiert. Warum geschehen all diese Gräueltaten? Ist das Spekulation im Hinblick auf ein Publikum, das an Folterungen und Hinrichtungen gewöhnt war? Für uns ist der entscheidende Punkt, dass Shakespeare dem Leiden und den Leidenschaften seiner Figuren ein inneres Bewusstsein gegeben hat. Auch und gerade dort, wo sie diese Gräueltaten verüben. Die Grausamkeit hört auf, nur ein physisches Phänomen oder eine Reaktion auf eine äußere Einwirkung zu sein. Das können die Weisungen einer Gottheit sein oder es kann begründet liegen in einer schicksalshaften Handlungslogik und deren unentrinnbarer Zwangsläufigkeit. Shakespeare entdeckt so etwas wie die seelische, moralische Hölle im Individuum, in den Subjekten, in uns selbst. Harold Bloom, der bedeutende Shakespeare-Kenner, geht so weit zu behaupten, Shakespeare habe das Menschliche erfunden, also uns, wie wir uns heute verstehen. Wir sprechen also von den Herausforderungen, die sich an die Darstellung und an die Darstellbarkeit, die sich an die Spielerinnen und an die Spieler stellen, wenn es darum geht, dem Schmerz, dem Leid, dieser maßlosen Gewalt eine Kontur, einen Ausdruck zu geben. Wir untersuchen das Schauspielen als einen Vorgang, der Gewalt und Schmerz thematisiert. Und wir fragen uns, wie weit die Darstellung von Schmerz und Gewalt beinhalten. Setzt das Spielen Schmerz- und Gewaltfähigkeit voraus, um glaubhaft zu sein?
Ist das Theaterspielen, wenn es die Shakespeare'schen Szenarien auslegt, eng verknüpft mit Akten der Schmerzzufügung und Gewalttätigkeit? Welche Wirkung soll die Darstellung von Gewalt auf die Zuschauer haben? Sind hier jene archaischen Reinigungsprozesse innerhalb der teilnehmenden Gemeinschaft angestrebt, um die es früher ging? Ist das überhaupt heute noch möglich? Lassen sich Furcht und Schrecken so einsetzen, um die Gemeinschaft zu konsolidieren? Jerzy Krutowski, der Begründer einer radikalen Schule des Theaters, die sich das arme Theater nannte und am Theater der Grausamkeit eines Antonin Artaud anknüpfte, hat drei Schritte der Selbstoffenbarung als Grundlage des Schauspielens formuliert. Der Spieler, die Spielerin müssen das Unterbewusste gezielt stimulieren und diesen Stimulus kanalisieren, um eine Reaktion zu erzielen. Dieser Prozess muss diszipliniert und in Zeichen umgewandelt werden. Die Widerstände des eigenen Organismus, sowohl physische als auch psychische, müssen aus dem kreativen Prozess eliminiert werden. Krutowski beschreibt damit einen sehr anspruchsvollen Akt der Sublimierung, indem sich die Schauspielerinnen und Schauspieler nicht auf die Mobilisierung der eigenen Gewaltfähigkeit einlassen. Wir sehen, es geht um höchst komplexe Darstellungsfragen, die einen ebenso heiklen Punkt berühren, die dem zivilisierten Subjekt innewohnende, wenn auch durch vielerlei Kulturleistungen domestizierte Gewaltfähigkeit und wie wir gerade von Herrn Professor Spielmann gehört haben, sehr eindringlich gehört haben, betrifft uns das ja ohne Ausnahme alle. Sie werden nun zwei Szenen sehen, in denen es um die Darstellung und Ausübung von physischer Gewalt geht. Zuerst eine Szene aus Othello, einem Stück, mit dem uns, wie der schon zitierte Jan Kott es beschrieben hat, Shakespeare schrecklich leiden machen will. Shakespeare zeigt uns hier Desdemona, die von ihrer Freundin Emilia zu Bett geleitet wird. Wir, die Zuschauer, wissen bereits, dass Desdemona dem Untergang geweiht ist und die bevorstehende Begegnung mit Othello ihrem Leben ein Ende setzen wird. Desdemona indessen offenbart in diesem Moment der Arglosigkeit die ganze Schönheit ihres Wesens. Bis zuletzt bleibt sie ihrem Mörder Othello gegenüber loyal. Ihre letzten Worte muten fast ironisch an, wenn man bedenkt, wie tief Othello seinerseits gesunken ist. Empfiehl mich meinem gütigen Herrn, sagt Desdemona, leb wohl. Dass Othello auch noch diesen letzten Liebesbeweis abschmettert, scheint uns eigentlich unerträglich. Sie fuhr als Lügnerin zur Flammenhölle, ich war ihr Mörder, spricht er selbstgerecht. Diese schreckliche Liebesszene wurde in einem Szenestudium erarbeitet. Es spielen Anna Schinz als Desdemona und Sascha Pederiva als Othello. Die zweite Szene entstand dem schon eingangs erwähnten Stück Titus Andronicus. Wir haben es gehört, das Stück ist ein einziges Massaker. Es geht um Rache und barbarische Rituale und Bräuche und die daraus entstehende Spirale der Gewalt, die am Ende ein Zeichen im Zeichen eines gnadenlosen Machtkampfes nahezu alle Beteiligten sowohl zum Opfer als auch zum Täter gemacht hat. Daniel Pfluger hat dieses Stück als Masterarbeit am Zürcher Theater der Künste inszeniert. Für heute hat er mit Schauspielstudierenden des zweiten Bachelorjahres und des ersten Masterjahres eine Szene neu arrangiert. Sie zeigt uns die Vergewaltigung Lavinias, der Tochter des zum Kaiser gekrönten Titus, durch Demetrius und Chiron, den beiden Söhnen der ehemals von Titus gefangenen Gotenkönigin Tamora. Es spielen Florentine Kraft als Mutter Tamora, Natalina Mugli als Lavinia, Matthias Pritschki als Demetrius und Oliver Götschel als Chiron. Es wäre makaber, Ihnen angesichts dieser Gewaltansammlung viel Vergnügen zu wünschen. Eher vielleicht jene affektive Erschütterung, die zu einem anschaulichen Anknüpfungspunkt Ihrer Untersuchung zur Gewalt in der Geschichte der menschlichen Gesellschaft werden mag. Ich erlaube mir noch eine letzte Bemerkung. Wir bitten darum, dass nicht fotografiert wird. Herzlichen Dank.
Titus, see the tears I shed, a mother's tears in passion for her son. And if thy sons were ever dear to thee, oh, think my son did not listen.
name of Rome and his fallen sons. He slaughtered my child before my very eyes. But now that I, the enslaved queen of the Goths, were wooed by the Roman Emperor in marriage, I will have my revenge, and Titus' blood shall be spilled like mine. Shall embrace the insanity that claws the mind. When a beloved child is ripped to cruel death, he shall see how helpless a wolfen mother can be. His bride, his virgin daughter, the saintly flower, Lavinia, will pay his debt, and her blood shall satisfy my grief. Allein auf weiter Flur. Man munkelt, sie hätten sich abgesetzt, um ihrem neuen Gatten die Hörner aufzusetzen. Ja, wo ist denn ihr Reitersmann? Ihr Neger, ihr geiler Rambock! Färbt eure Ehre, wie eure Seele ist. Schmutzschwarz, abscheulich und verachtenswert. Warum stiegen sie von unserem Imperator ab und schlichen hierher in dies dunkle Eck, wenn denn nicht ekle Geilheit sie bewegt. Ups. Die Stummheit verrät die Schande. Unser Imperator soll es erfahren. Habe ich nicht guten Grund zum Blasssein?
Was geschieht bei einer Vergewaltigung? Das Hirn wird gestoßen, die inneren Gewebswände der Scheide zerreißen, beim Eindringen in den After zerreißen auch die Analgewebswände, Blut vermischt sich mit Kot. Ein brennender Schmerz lässt die Wirbelsäule hoch und lässt den Körper zu zuckend auffallen. Und beim Absägen der Hände? Und beim Herausreißen der Zunge? Die Zunge reißt nicht von allein. Man muss mehrmals zubeißen, damit sich die Muskelfasern trennen. Dann dehnt sie sich immer weiter, bis sie... Und was mit dem Hirn, wenn nach einigen Faustschlägen der Kopf mehrmals frontal auf den Steinboden geschlagen wird und unverhofft darauf eingetreten wird? Shall see.